Im folgenden Video möchten wir Ihnen Beobachtungen näher bringen und dazu werden wir Ihnen verschiedene Verfahren vorstellen und dazu ein paar praktische Beispiele bringen, wie die in der Praxis umgesetzt wurden. Dazu versuchen wir nochmal zunächst zu differenzieren, wie kann man Beobachtungen unterteilen. Das macht man am besten anhand der jeweiligen Wahrnehmungs- oder Registrierungsform. Wir haben Beobachtungsformen, die konzentrieren sich auf das visuelle Verhalten, also was sehen wir. Wir haben Beobachtungen, die konzentrieren sich auf das sprachliche Verhalten, also wie spreche ich, wie entwickelt sich meine Stimme oder eben in schriftlicher Form, wie entwickelt sich die Tonalität von etwas, was ich äußere. Wir haben Beobachtungen, die beschäftigen sich mit dem physischen Verhalten, also wie bewegt sich zum Beispiel meine Gesichtsmuskulatur, woraus ich ja Emotionen ablesen kann, wie bewege ich mich durch ein Geschäft, was passiert mit dem Scanner, über den bestimmte Produkte gezogen werden oder wie bewege ich mich auch digital im Internet. Ich habe psychophysiologische Daten, die gemessen werden über den Hautwiderstand, über Gehirnströme, über EEGs oder MRT-Messungen und ich habe kombinierte Verfahren, die Kunden beobachten oder Verkäufer beobachten, wo auch apparative Verfahren, Kameras zum Beispiel eingesetzt werden können oder zum Beispiel auch Mystery Shopping, wo Personen anhand von einem Beobachtungsprotokoll bestimmte Verkaufssituationen analysieren. Wir starten mal mit den Blickregistrierungsmessungen als ersten Verfahren und bei Blickregistrierungsmessungen wird das Blickverhalten von Personen aufgenommen, indem ich die Augenbewegungen analysiere und dazu muss man wissen, dass unser Blickverhalten in Fixationen, in unseren Arkaden abläuft. Fixationen sind Augenanhaltspunkte, also wenn ich etwas Bestimmtes fixiere, das ist über 0,2 Sekunden, dass Informationen aufgenommen werden können und zwischen diesen Sprüngen, zwischen diesen roten Punkten, die irgendwo, wenn es visuell erfasst wird, auf einem Bildschirm angezeigt werden, habe ich die Sakkaden, also ruckartige Sprünge, wo ich mich hin und her bewege und quasi wie ein Abtasten diese visuellen Informationen aufnehme. Um sowas analysieren zu können, gibt es zum einen bildschirmbasierte Systeme, das sehen Sie in der Abbildung oben. Das ist also ein Monitor, auf dem unten in der Leiste Hochleistungskameras mit drinnen sind, die die Pupille erfassen, also genau merken, wo ist denn die Pupille und über den jeweiligen Betrachtungswinkel dann zuordnen können, wo auf dem Bildschirm bewegt sich denn gerade mein Auge. Das Ganze gibt es auch als mobile Lösung über kamerabasierte Systeme, wo also jemand eine Brille aufhat, eine Brille trägt und dann in dieser Brille die Kameras verarbeitet sind und eben auch hier geguckt wird, wo bewegt sich die Pupille und über eine zweite Kamera, die nach vorne geht, eine Szenenkamera, dann eben aufgenommen wird, wo ist denn das Blickfeld, was hier von der Person betrachtet wird. Was ich durch diese Messungen machen kann, ist, ich erfasse das Blickfeld, also was ist überhaupt im Bereich dessen, was fixiert werden kann. Dann das zweite ist, was für Punkte innerhalb meines Blickfeldes fixiere ich im Zeitverlauf. Und als drittes, wo sind meine Sprünge, also von wo nach wo springe ich mich, um eben auch zu sehen, bewege ich mich von links nach rechts, von oben nach unten oder eben in welcher Anordnung finden solche Blickregistrierungen denn tatsächlich statt. Wir können uns hier mal ein kleines Video angucken von der Parfümerie und diese roten Punkte sind also immer Fixationspunkte, diese Wolke. Hier bewegt sich also unsere Person durch einen bestimmten Raum und die Striche dazwischen, das sind also Fixationssprünge und was wir gerade gesehen hatten, wenn also mal keine Fixationsmessung stattfindet, das ist jetzt eine Aufnahme, die mit einer Brille durchgeführt wurde, dann ist es natürlich auch so, dass der an der Brille an dem Rand vorbeigeguckt hat und dann ist natürlich auch keine Erfassung möglich. Aber es zeigt also sehr schön diese Wolke, wie man sich quasi hier abtastend durch so einen Laden bewegt und eben auch was für Bereiche von so einem Laden tatsächlich betrachtet werden können. Was für Vor- und Nachteile haben solche Messungen? Wir haben hier jetzt für alle weiteren Beobachtungen vier Kriterien. Zum einen die Rekrutierung, das bedeutet, wie gut machen die Leute mit bei sowas. Das zweite ist die Aufzeichnung, das dritte ist die anschließende Auswertung und das vierte sind die Kosten, die damit verbunden sind. Starten wir aber bei der Rekrutierung. Ein Vorteil ist, dass wenn man mit solchen Eye-Tracking-Geräten ins Feld geht oder auch Leute in den Eye-Tracking-Labor einlädt, dass die Leute eigentlich schon Interesse haben, an solchen Studien mitzumachen, weil es irgendwie neu ist und einfach mal dieses Bild, wie bewege ich mich einfach durch den Laden, kann man den Probanden hinterher mal zeigen, damit sie das sehen, wo sie überall waren und wo sie hingeguckt haben. Also da ist noch eine gewisse Neugier mit dabei.
Der Nachteil ist, dass einzelne Probanden nicht erfasst werden können, also gerade Personen mit Sehschwächen, da ist es natürlich schwierig, deren Blickverhalten zu sehen. Oder auch dadurch, dass ja auf die schwarze Pupille fixiert wird mit dem Kontrast, ist es so, wenn also hier stark Mascara oder ähnliche schwarze Bereiche im Auge sind, dass natürlich die nicht erfasst werden können oder ablenken und eben zu falschen Messungen führen. Von der Aufzeichnung ist es so, dass also sehr präzise Messungen da sind, gerade bei digitalen Stimuli, also alles, was Sie auf einem Bildschirm darstellen können, das wird über diese bildschirmbasierten Systeme hervorragend erfasst. Und bei diesen Brillenmessungen wird alles sehr gut erfasst, was in einem Abstand von 1 bis 3 Metern ist. Also Regalstudien zum Beispiel können am Point of Sale sehr gut gemacht werden. Wo es halt schwierig ist, wenn irgendwas sehr weit weg ist, wie zum Beispiel jetzt Bandenwerbungen im Fußballstadion. Also das lässt sich live mit der bestehenden Technik aktuell nicht so gut erfassen. Demgegenüber steht der Nachteil, dass wenn Sie mit einer Brille arbeiten, dass Sie eben auch gute Lichtverhältnisse brauchen ohne direkte Sonneneinstrahlung, weil ansonsten natürlich eine Spiegelung auftritt und Sie dann eben hier die Daten nicht verwerten können. Bei der Auswertung ist es so, dass Sie automatisch eine Visualisierung bekommen und Kennzahlen bekommen. Also Sie können sich hinterher angucken, die Videos, was haben die Probanden denn gesehen? Und Sie können auch bestimmte, wie lange hat es gedauert, bis jemand was fixiert hat oder wie häufig hat er das fixiert. Das kann man eigentlich durch moderne Software ziemlich genau und automatisch auswerten. Der Nachteil ist, dass natürlich die dynamischen Stimuli, die sich in einem Video vielleicht bewegen, relativ aufwendig zu erfassen sind und auch Objekte, die sich im Raum bewegen. Also da muss man gegebenenfalls viel nachkodieren und das ist natürlich dann zeit- und kostenintensiv. Und damit sind wir auch beim zentralen Nachteil in Bezug auf die Kosten. Also natürlich die Anschaffung von so guter Hardware ist ziemlich teuer und natürlich auch ein Labor zu betreiben, wo Beobachtungen durchgeführt werden mit solchen Apparaten, ist auch nicht gerade günstig. Das zweite Verfahren, was wir Ihnen vorstellen möchten, ist das Facial Coding. Also da gibt es ein Facial Action Coding System, was über viele Jahre inzwischen etabliert wird, sodass man einfach sagt, dass die Mimik ist ein Zusammenspiel verschiedener Gesichtsmuskeln und wenn ich eben lache, dann sehe ich, dass eben hier, wie es auch in dem Bild dargestellt ist, sich bestimmte Koordinatenanordnungen von Muskelpartien verändern. Und wenn ich sowas messen möchte, dann reicht es eigentlich, wenn ich also die Videokamera von jemandem habe und das schaffen schon moderne Smartphone oder Laptop. Kameras, die man hier mit drin hat. Das kennen Sie ja auch mit Ihrem Personalausweis. Wenn Sie da eben zum Teil an den Flughäfen durch so Kontrollen gehen, dann wird ja auch Ihr Bild auf dem Personalausweis mit Ihrem Bild, was gemacht wird, abgeglichen, das auch über die Anordnung von diesen Punkten passiert. Wir haben das Ganze auch hier an einer eigenen Studie mal durchgeführt. Das ist eine Messung, die durchgeführt wurde in einem Kino, wo man in einem Kino sitzt und dann werden quasi über eine Hochleistungskamera die Bilder von den Probanden, die da drin sitzen, abgefilmt und dann bekommen Sie hier zum Beispiel angezeigt den Happiness Level während einer Filmvorführung und man sieht eben, was sind jetzt in dem Film die besonderen Ausschlagpunkte, wo die Leute also lachen, fröhlich sind und wo sich eben das Gesicht eben besonders positiv verändert. Die Vor- und Nachteile von so einem Facial Coding System. Bei der Rekrutierung ist es schwierig inzwischen, weil eben viele Personen sagen, da werden ja meine persönlichen Bilddaten verwendet und ich bin ja auch nachträglich durch diese Aufnahmen identifizierbar, sodass man hier inzwischen relativ hohe Verweigerungsraten hat und natürlich eben den teilnehmenden Probanden immer versichern muss, dass direkt nach der Auswertung die Aufnahmen gelöscht werden. Also das muss man ja auch und das sollte man eben auch immer hervorheben, wenn man sowas machen möchte. Die Aufzeichnung ist relativ einfach. Sie haben eine Erfassung von freigeschalteten Smartphone- oder Laptop-Kameras. Also Sie müssen ja immer nur das Gesicht möglichst von der Frontalen bekommen, was ja nicht so schwierig ist. Von der Auswertung her ist es so, dass Sie jetzt solche Grundemotionen wie eben Happiness oder Langeweile oder eben auch Ärger, dass die sehr zuverlässig ausgelesen werden können. Allerdings ist es natürlich so, dass sich jetzt so eine Mimik nur verändert, wenn man wirklich einen starken Stimulus hat. Und ansonsten ja die Leute auch vielfach gerade vor Bildschirmen mit einem relativ konstanten Gesicht sitzen und jetzt hier nicht unbedingt solche Happiness oder solche Verärgerungselemente auftreten. Von den Kosten her sind die Aufzeichnungskosten niedrig. Die Lizenz für den Zugang zu einem sorgfältigen Auswertungslogarithmus sind natürlich entsprechend hoch. Und da gibt es eben verschiedene Anbieter, die sich eben hier darauf spezialisiert haben und gesagt haben, wir können eben nach bestimmten Methoden genau diese Emotionen auslesen, wenn wir
entsprechende Aufnahmen in unsere Software mit reinspielen können. Das nächste Verfahren, was wir Ihnen vorstellen möchten, sind Laufweganalysen. Laufweganalysen analysieren, wie bewegen sich Besucher jetzt in realen Flächen, und sie erfassen quasi die Aufenthaltsdauer, wie lange ist jemand wo und wie bewegt er sich von hier nach da. Und auf der linken Seite sehen Sie ein Beispiel für so eine manuelle Erfassung. Wenn man also manuell auswerten möchte, wie bewegt sich jemand durch einen Raum, dann muss man an 1 erstmal links oben hier bestimmte Parzellen definieren und sagen, wo sind denn die Bereiche, die wir analysieren möchten. Man muss dann einen Besucher, während er durch diese Parzellen geht, mittracken über ein Beobachtungsprotokoll, wo eben eingetragen wird mit einer Stoppuhr, wann ist er da reingegangen, wann ist er rausgegangen. Dann aggregiert man diese Daten zu so einer Heatmap, was Sie dann als dritte Abbildung hier sehen, mit den roten Zonen, wo sich viele bewegen, mit den gelben Zonen, wo sich halt weniger bewegen, und den weißen Zonen, wo niemand da ist. Und dadurch kann man dann eben Empfehlungen machen und sagen, wenn wir bestimmte Bereiche noch stärker in den Fokus der Besucher richten möchten, dann müssen wir eben den Besucherstrom irgendwie durch bauliche Maßnahmen vielleicht umleiten. Natürlich ist so eine manuelle Fassung sehr, sehr teuer und zeitintensiv, und deshalb hat man eben hier inzwischen auch elektronische Verfahren entwickelt. Also Sie können eben über Funk Insta-Tracking vornehmen. Wenn Sie das Ganze über WLAN machen, erreichen Sie eine Genauigkeit von ungefähr 5 bis 15 Metern der Personen, die sich hier irgendwo auf einer Fläche bewegen. Mit Bluetooth kommen Sie schon näher ran, da sind Sie auf ungefähr 3 Meter Nähe, wenn jemand sein Bluetooth eingeschaltet hat. Und mit dem UWB-Text, die man irgendwo installieren kann und die dann eben eine Verbindung aufnehmen zu den jeweiligen Sendern und Empfängern, dann kann man also den Standort bis auf 30 cm genau verfolgen. Noch genauer geht es dann auch noch über Stereokameras, sodass man quasi über eine Decke verschiedene Kameras hat, die auch automatisch bestimmte Punkte erfassen können, also einzelne Probanden, und dann eben auch hier nachvollziehen, wie bewegt sich jetzt jemand hier durch den Raum. Auch diese Laufweganalysen können wir bewerten. Bezüglich der Rekrutierung ist es so, dass Sie die Teilnahmebereitschaft nicht unbedingt brauchen bei so einer Beobachtung. Also Sie müssen natürlich die Leute darauf hinweisen, dass bestimmte Kameras installiert sind. Aber ansonsten, wenn Sie solche Trackings vornehmen, brauchen Sie die Bereitschaft ja nur dann, wenn die Personen also eine App aktivieren sollen oder WLAN aktivieren sollen oder eben Bluetooth einschalten sollen. Die Bereitschaft, das zu tun, ist natürlich jetzt auch gleich beim Nachteil ein bisschen eingeschränkt, weil die Personen eben zum Thema Überwachung immer mehr sensibilisiert sind und eigentlich sagen, ich möchte gar nicht so genau überwacht werden, und deshalb gebe ich bestimmte Signale eben überhaupt nicht für solche Überwachungen frei. Die Aufzeichnung ist sehr aufwendig, weil Sie natürlich alle potenziellen Laufwege und Point of Interest antizipieren müssen. Also Sie brauchen auch bei einer elektronischen Darstellung genaue Pläne, damit Sie eben sagen, wenn jetzt jemand viel auf dem Koordinatensystem sich aufgehalten hat, was ist denn da eigentlich? Also diese Synchronisation von Bilddaten und tatsächlichen Flächenplänen, die dahinter liegen, die muss eben vorgenommen werden. Bei der Auswertung ist der große Vorteil, Sie kriegen also wirklich qualitative Erkenntnisse zu zentralen Störfaktoren. Sie sehen also, wo bewegt sich denn jemand nicht hin, und vielleicht ist eben gerade das ein Verkaufsbereich, der auch nicht so gut läuft, den Sie haben. Der Nachteil ist, naja, Sie kriegen natürlich nur die Laufwege, aber was für Interaktionen jetzt dort stattfinden, ob da jetzt vielleicht auch mal jemand auf den Verkäufer trifft oder ob eben Produkte rausgenommen werden, das wird dann nicht mehr im Detail verfolgt werden können. Und die Kosten sind relativ hoch, weil Sie einfach, es ist personalintensiv, oder wenn Sie es digitalisieren, ist es zumindest sehr installationsintensiv, solche Beobachtungen durchzuführen. Das nächste Verfahren zur Beobachtung ist die sogenannte Scannerbeobachtung. Jetzt gehen wir quasi vom Laufweg zum tatsächlichen Kauf, und der Kauf wird ja durchgeführt anhand von Produkten, die irgendwo über Scanner gezogen werden. Und jetzt kann ich diese Scanner entweder am Point of Sale auswerten oder ich gebe Konsumenten quasi der solche Scanner mit nach Hause oder bestimmte Apps, sodass dann eben die EAN-Codes dieser Produkte nochmal erfasst werden. Warum ist es wichtig? Naja, damit wir als Marktforscher an diese Daten kommen, weil an die Scannerdaten von den Händlern zu kommen, ist nicht immer einfach. Zum einen ist es so, dass manche das grundsätzlich ablehnen. Zum zweiten ist es auch so, dass die erstmal richtig aufbereitet werden müssen. Und das würden wir uns ja viel leichter tun, wenn wir also diese EAN-Daten, die an den Produkten dran sind, bei uns zu Hause
also nicht bei uns, sondern bei den Personen zu Hause erfassen können und eben hier sehen, wer hat was wann eingekauft. Dazu werden auch für Produkte, die jetzt keinen ERN-Code haben, sogenannte Codebücher entwickelt. Das sieht man also in der Abbildung unten links. Dieses Buch, was dort aufgeschlagen ist, also da gibt es zum Beispiel Code, wenn jemand einen Apfel kauft oder eine Banane kauft oder eben ein Produkt, was keinen Code hat, sodass man auch das erfassen kann. Und heutzutage setzt man dazu auch verstärkt Apps ein und die Apps können eben entweder die Produkte mit den ERN-Codes jeweils erfassen oder auch andere Ansätze können zum Beispiel Einkaufszettel abfotografieren, also Kassenzettel abfotografieren und diese Informationen dann digitalisiert weitergeben. Der Vor- und Nachteil von solchen Beobachtungsverfahren sind, die Rekrutierung von den Probanden ist sehr aufwendig, weil sie müssen sich vorstellen, sie müssen jemanden finden, der seine ganzen Einkäufe zu Hause eben immer wieder scannt und abfotografiert. Und das ist natürlich sehr aufwendig, jemanden zu finden, der das macht und natürlich, dass es auch vertrauenswürdig macht, weil es natürlich regelmäßig gemacht werden muss, damit sie eben auch wirkliche Erkenntnisse daraus ziehen. Die Aufzeichnung bringt Ihnen wirklich reale Einkaufsdaten und Sie bekommen eben auch den Preis, der dann teilweise noch manuell mit eingepflegt werden muss. Also Sie sehen tatsächlich, was wird wann wo gekauft. Der Nachteil ist, dass natürlich dieses Verfahren ein bisschen aufwendig wiederum ist, weil Sie ja eben zum einen den ERN-Code einlesen und zum zweiten eben dann noch diesen Preis manuell mit eingeben müssen, weil der Preis ist ja in dem ERN-Code nicht unbedingt hinterlegt. Die Auswertung ist klasse, weil Sie natürlich jetzt die Einkaufsdaten, die Sie über die Scanner haben, ja natürlich auch nach Zielgruppen filtern können. Sie können die Person auch fragen, wie viele Personen leben in dem Haushalt, was haben Sie für ein Einkommen und sehen ziemlich genau, wer kauft auch welches Produkt. Und sowas ist dann eben auch im Handelspanel möglich, dass Sie eben mit Händlern zusammen das auch mit deren Scannerdaten dann abgleichen können und hier wirklich ein gutes Panel entwickeln können. Zu den Kosten ist es so, je mehr wir digital bezahlen, ermöglicht es auch eine Automatisierung, dass man eben diese Daten mit den Einkaufsdaten, die vielleicht eben auch über die App, über das Telefon laufen, synchronisiert werden können. Der Nachteil ist allerdings, dass natürlich die Betreuung von solchen digitalen Erfassungen relativ kostenintensiv ist und Sie auch den Teilnehmern, die sowas machen, irgendwie eine Vergütung bezahlen müssen, dass die eben ihren Aufwand, den sie dafür haben, auch vergütet bekommen. Wenn man das Ganze, was wir jetzt gerade hatten, also einmal die Laufweganalysen und eben die Scanneranalysen in den digitalen Bereich übertragen, dann ist das Pendant dazu eine sogenannte Klickpfadanalyse. Und unter einer Klickpfadanalyse versteht man die Aufzeichnung der Aktivitätsdaten von Internetnutzern. Wir tracken also, wie bewegt sich jemand auf eine Webseite und das kann man auf zwei Arten machen. Wir können das von der Webseite weg machen, also quasi, wenn das unsere Webseite ist, als Site-Centric-Analyse oder auf den Nutzer bezogen, eine User-Centric-Analyse. Wenn wir das User-Centric machen wollen, dann brauchen wir aber eben natürlich Cookies, damit also die einzelnen Nutzer eben auch identifiziert werden können und deren Daten dann auch an uns überspielt werden. Was wir daraus versuchen herauszubekommen, sind Conversion Rates. Das heißt also, wie lange ist jemand auf einer Seite, wie lange dauert es, bis er zum Beispiel einen bestimmten Call-to-Action-Punkt gefunden hat und darauf klickt und in welcher Reihenfolge werden bestimmte Informationen, die wir auf verschiedenen Subseiten vielleicht bereitstellen, angeguckt. Und das ist mal so ein Beispiel für so eine relativ basic Auswertung, die nochmal Klickpfadanalyse machen kann. Wir können also hier im oberen Segment mal sehen, wie viele Visits haben wir denn im Zeitverlauf auf unserer Seite gehabt, also an welchen Wochentagen gab es eben Ausschläge nach oben oder nach unten. Wir können dann auf der linken Seite in solchen Balken analysieren, woher sind die Leute auf unsere Seite gekommen, also was waren die URL-Adressen, von denen er quasi auf uns gekommen ist, die wir hier haben. Und je größer der Balken ist, umso stärker ist dieser Herkunftsverweis ausgeprägt. Wir können eine Visualisierung der Bewegungen innerhalb der Seite haben. Also er geht, also die meisten landen auf der lilanen Seite und dann gehen sie eben zu verschiedenen Subseiten runter. Und wir können zum Schluss dann auch sagen, was sind die ausgehenden Seiten. Also wo geht er denn quasi von unserer Seite, wo er war, jetzt als nächstes hin? Was ist die nächste externe Seite, auf die er sich hier wiederum bewegt? Vor- und Nachteile, die wir haben bei der Rekrutierung. Für Site-Centric-Analysen sehr einfach, weil da brauchen wir gar keine Genehmigung.
Bei Consumer-Centric-Analysen müssen Sie eben die ständigen Bestimmungen der DSGVO beachten und eben die Zustimmung zu einholen, dass Sie also überhaupt Cookies setzen dürfen. Die Aufzeichnung ist extrem einfach, weil es natürlich alles über automatisierte Daten erfasst wird. Also Sie müssen hier gar kein manuelles Codieren vornehmen. Und bei der Auswertung ist es so, dass Sie teilweise standardisierte Kennzahlen auch haben, die Ihnen auch über bestimmte analytische Programme bereitgestellt werden. Der Nachteil ist, wenn Sie die wirklich detailliert auswerten möchten und bestimmte Parameter zueinander in Beziehung setzen wollen, dann brauchen Sie natürlich schon hier jemanden, der eben Expertise im Bereich der multivariaten Analyseverfahren hat. Die Kosten solcher Clickfraud-Analysen sind bei entsprechendem Know-how entsprechend gering, weil es natürlich eben sehr viel automatisch abläuft. Das nächste Verfahren, was wir haben, ist eine elektrodermale Beobachtung. Bei der elektrodermalen Beobachtung versuchen wir also den Hautwiderstand zu messen. Warum machen wir das? Weil natürlich der Hautwiderstand ein sehr einfaches Kennzeichen dafür ist, ob jemand psychisch aktiviert ist oder ob er nicht aktiviert ist. Der Nachteil gleichzeitig ist, wir sehen nur, dass er aktiviert ist, aber ob das eine positive Aktivierung ist oder eine negative Aktivierung, das können wir leider nicht erkennen. Wir machen das an der Haut, weil die Haut halt hier ein sehr sensibles Organ ist und Sie sehen hier links unten mal so eine Auswertung, wo man sagt, wie entwickelt sich denn der Hautleitwert über eine bestimmte Zeit, und wir haben hier ein System, was diese Funktionsweise einfach mal relativ einfach darstellt. Also da werden einfach hier zwei Sensoren an zwei Finger angelegt und das Ganze kann dann eben in das Smartphone geplagt werden und dadurch können Sie eben dann hier über einen bestimmten Zeitverlauf mitmessen, wie also diese elektrodermale Reaktion bei dem Probanden ausfällt. Vor- und Nachteile, die wir haben. Der Nachteil ist bei der Rekrutierung, dass es natürlich ein großes Misstrauen gegenüber der Aufzeichnung von biometrischen Daten gibt. Wenn ich jetzt einer Person sage, ja, legen Sie doch mal bitte hier diese Hautwiderstandsdaten an und bewegen Sie sich, da wird was von mir als Person ausgelesen, was auch gleichzeitig vielleicht gedacht wird, hier geht es um meinen Gesundheitszustand. Also das ist was, wo Sie relativ gut arbeiten müssen, um überhaupt Personen zu bekommen, die eben bereit sind, da teilzunehmen. Die Aufzeichnung ist relativ einfach, weil Sie nur diese Elektroden an die Haut anlegen müssen. Allerdings ist ein kleines Problem, was Sie haben, dass die Hautleitfähigkeit ein relativ langsames Körpersignal ist, was auch noch personenspezifisch unterschiedlich ist, sodass Sie bei der Auswertung eben so einen Verzögerungsparameter mit reinsetzen müssen und eben sagen, wenn Sie zum Beispiel jetzt jemandem Werbung präsentieren, dass in dem Moment, wenn jetzt der große Ausschlag kommt, heißt es nicht, dass in dem Moment jetzt die Reaktion stattfindet, sondern wahrscheinlich ein kleines bisschen vorher, und diese Lags muss man eben dann in der Auswertung berücksichtigen. Kommen wir auch gleich zur Auswertung. Das Aktivierungslevel ist ein eindeutiger Parameter. Sie sehen also Ausschläge nach oben und nach unten. Der Nachteil demgegenüber ist aber, wie gesagt, Sie können also nicht sagen, ist es positiv oder negativ, sondern Sie sehen nur, es ist eine Aktivierung, aber eben nicht, ist die angenehm oder unangenehm empfunden worden. Und von den Kosten, es ist eigentlich ein relativ einfaches Messverfahren, was also auch keine große Vorbereitung braucht, sodass Sie also hier ein relativ kostengünstiges Verfahren einsetzen können. Aufwendiger dagegen sind die sogenannten EEG-Messungen. Eine EEG-Messung ist also eine Methode der neurologischen Forschung und hier werden die elektrischen Aktivitäten im Gehirn zur Aufzeichnung von Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche gemessen, und dazu misst man immer an bestimmten Punkten die Spannungen, die hier jeweils entstehen, und dazu müssen natürlich die Elektroden an bestimmten Punkten angebracht werden, ansonsten halten Sie einfach nur einen Wirrwarr, was ja nicht aussagefähig ist. Sie sehen auf der linken Seite so einen klassischen EEG-Helm, der natürlich jetzt nicht so angenehm zu tragen ist. Sie sehen auf der rechten Seite die Abbildung, das ist dann ein vereinfachtes Verfahren, wo nur bestimmte Punkte abgetastet werden über so ein, ja, wie so ein Kopfband, was man sich hier überlegt. Natürlich müssen die Elektroden unter den Haaren sein, also da muss man hier schon die Haare zur Seite kämmen und dann eben auch nochmal ein Spray, damit eben die Leitfähigkeit ist, hier drauf machen. Aber es ist also was, was jetzt mit standardisierten Methoden auch nicht so aufwendig ist. Was dann aber aufwendig ist, ist natürlich das Ergebnis. Das sehen Sie links unten. Sie messen nämlich solche Frequenzwellen, die dann im Gehirn entstehen, und die müssen natürlich erst
interpretiert werden, um zu sehen, was ist denn jetzt hier tatsächlich in welcher Hirnregion abgelaufen und was hat es überhaupt zu sagen. Da kommen wir auch gleich zu den Vor- und Nachteilen, die wir haben. Bei der Rekrutierung ist es schon relativ schwierig, hier Personen zu gewinnen, weil sie müssen also die Bereitschaft haben, dass eben mindestens 10 Kontaktpunkte auf der Kopfoberfläche, also quasi unter den Haaren, irgendwie aufgebracht werden können, um solche Messungen vornehmen zu können. Die Aufzeichnung ist gar nicht so schwierig. Sie haben inzwischen eben standardisierte Hardware-Pakete, wo Sie genau angegeben bekommen, welcher Punkt muss wo befestigt werden und müssen jetzt nicht jemanden wie so eine Gummihaube über den Kopf ziehen, wo dann idealerweise auch eben die Haare entsprechend kurz sind. Allerdings haben Sie ein Problem, weil natürlich die auf der Kopfhaut zu messenden Signale sehr schwach und muskulär dominiert sind. Wenn man also blinzelt zum Beispiel, dann ist es so, dass das eine muskuläre Bewegung hier in dem Bereich ist, die sämtliche elektronischen Bewegungen hier komplett überlagert, sodass Sie einfach hier einen riesen Ausschlag haben, der aber gar nicht auf die Gehirnaktivität zurückzuführen ist, sondern eben das, was hier muskulär biologisch angesteuert wurde. Die Auswertung, Sie bekommen also diese Frequenzwerte auch automatisch. Aber um zu wissen, was heißt denn jetzt welches Frequenzband, in welcher Region, da brauchen Sie wirklich einen medizinischen Experten. Das ist also nichts, was von jemandem, der aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich ohne medizinische Vorkenntnisse kommt, durchzuführen ist. Und entsprechend haben wir auch die Kostenimplikation, dass eben diese EEG-Messungen durch die hohen Auswertungskosten von einem wirklichen Experten sehr, sehr hoch sind, um hier aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Zum Abschluss wechseln wir jetzt von diesen stark apparativen Verfahren jetzt nochmal auf ein klassisches Beobachtungsverfahren, das sogenannte Mystery Shopping. Und beim Mystery Shopping treten geschulte Beobachter auf als Testkäufer und führen einen Testkauf am Point of Sale durch, der ja digital oder real ja ausgeprägt sein kann. Um beurteilen zu können, ob das jetzt eine gute Beratung war im Kaufprozess oder eine schlechte Beratung, muss man einen Kriterienkatalog festlegen. Das sehen Sie mal hier auf der linken Seite. Also ich habe oben erstmal definiert, was für Kriterien setze ich denn an, was ist mir wichtig, was wird im Einzelnen beobachtet und habe dann unten drunter eine Skala von 1 bis 5, bei der eben diese einzelnen Kriterien vom Beobachter jeweils eingeschätzt werden. Und das ist dann ein Protokoll, was an den jeweiligen Auftraggeber der Studie zurückgegeben wird. Wichtig ist, wenn Sie sowas zur Verkäuferbeurteilung einsetzen möchten, dass Sie natürlich Ihre Verkäufer auch darüber informieren, dass so ein Mystery Shopping durchgeführt werden. Sie müssen also sagen, was wird hier grob untersucht, warum wird das Ganze gemacht. Was Sie nicht machen müssen, dass Sie genau sagen, an dem Tag kommt jemand vorbei und das wird gefragt werden. Das ist logisch. Ansonsten würde ja dieses Mystery Shopping auch nicht Mystery, sondern Open Shopping sein. Und dann haben Sie ja wiederum eine nicht wirklich reale Beratungssituation desjenigen, der hier auch analysiert werden soll. Wie ist dieses Mystery Shopping einzuordnen bezüglich Vor- und Nachteile? Bei der Rekrutierung ist es das große Problem, hier wirklich geschulte Testkäufer zu bekommen, die eben sich natürlich verhalten, sodass eben derjenige, der an dieser Mystery-Shopping-Situation teilnimmt, gar nicht klar ist, dass es jetzt ein Testkäufer ist, sondern dass der wirklich denkt, es ist ein ganz normaler Kunde, der auf mich zukommt. Bei der Aufzeichnung ist ein großer Vorteil, dass Sie eben wirklich eine detaillierte und mehrstufige Analyse von realen Kaufinteraktionen haben, indem Sie eben Ihr Protokoll genauso schreiben und vorgeben, dass eben alle die Punkte, die Ihnen wichtig sind, hier gecheckt werden. Ein Nachteil ist, dass Sie natürlich eine Unschärfe haben, weil Ihr Beobachter ja zu dem Zeitpunkt am Point of Sale ist und dann geht er zurück. Und da ist natürlich ein zeitlicher Gap, sodass er sich vielleicht an manche Sachen gar nicht so genau erinnert oder eine zeitliche Verzerrung mit drin hat. Das wirkt sich dann natürlich auch auf die Auswertung aus, weil natürlich die Interpretation der Aussagen von Testkäufern natürlich stark subjektiv geprägt sind und da ist natürlich ein großer Spielraum und da muss man eben entsprechend auch wiederum hier auf Punkt 1 bei der Rekrutierung darauf achten, dass es eben qualifizierte Personen sind. Bei den Kosten
Ein kleiner Vorteil ist, dass Sie natürlich, wenn Sie so Mystery Shopping machen, dass Sie gleichzeitig absandsfördernde Verkäuferwettbewerbe mit einbinden können und vielleicht einen Wettbewerb, den Sie ohnehin machen wollten, als Push-Marketing-Instrument, um am Point of Sale Ihre Abverkäufe zu steigern, hier gleichzeitig noch mit aktivieren können und eben sagen, wir machen das in dem und dem Zeitraum, wird das und das eben besonders unterstützt am Point of Sale und gleichzeitig wird es eben dann kontrolliert, ob das auch so durchgeführt wurde von den Mitarbeitern durch Mystery Shopping. Auf der anderen Seite, ein Nachteil ist, dass natürlich die ganze Zusammenfassung von den Protokollen und von diesen qualitativen Aussagen sehr aufwendig ist und dass Sie eben auch hier jemanden haben müssen, der das sorgfältig zusammenführt. Und damit haben wir Ihnen mal so einen groben Überblick gegeben, was es alles an Beobachtungsverfahren gibt. Und ich hoffe, dass Sie damit einen Einblick bekommen konnten, welche Möglichkeiten es neben Befragungen eben auch gibt, reale Daten von Personen zu bekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.